Hey yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und heute gibt es ein kleines Update-Video zu meinem Gaming-Bereich, da wo ich halt immer zocke und so weiter. Und dieser Monitor sollte euch eigentlich schon bekannt sein, weil ich habe ja vor kurzem schon so eine kleine Roomtour hochgeladen. Aber heute ist was richtig Geiles dazugekommen und zwar, Leute, hier der zweite Monitor. Habe ich ja, glaube ich, in meinem letzten Video schon gesagt, dass ich mir einen bestellt habe. Und ja, gerade eben habe ich alles ausgepackt. Hier hinten liegen noch die Kartons und so rum. Muss ich gleich alles noch aufräumen. Und ja, ich habe auch gerade schon eine Runde Black Ops 2 gezockt auf dem Bildschirm. Es macht einfach übertrieben Laune. Es macht richtig viel Spaß. Aber Leute, dazu komme ich dann gleich. Auf jeden Fall, dieser Monitor ist eigentlich auch übelst nice. Ist ein Acer-Monitor 27 Zoll. Der hier ist 24 Zoll. Ist aber eigentlich nur ein minimaler Unterschied. Aber dieser Acer-Monitor ist halt ziemlich teuer immer gewesen. Ich glaube, der hat so um die 300 € gekostet damals. Und dieser hier hat 199 gekostet, das ist jetzt auch nicht extrem viel, aber jetzt auch nicht sehr wenig für einen Monitor. Aber Leute, ich schwör's euch, es lohnt sich einfach. Dieser Monitor ist einfach der Knaller, sag ich mal, der Killer. Und genau, der hat, glaube ich, eine Reaktionszeit von einer Millisekunde. Der hat auch früher ein bisschen mehr gekostet, ich glaube so 230, 240. Jetzt ist er ein bisschen billiger geworden, auf 199 runtergesetzt. Und ja, Leute, es macht einfach übelst viel Fun mit dem zu zocken, ohne Scheiß, Mann. Ich verlinke euch alle Sachen, Leute, auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Genauso wie auch die Webcam hier, mit der ich immer die Facecam-Videos aufnehme. Das ist die Logitech C920. Die ist auch nicht so teuer, ich glaube so 60 oder 70 €. Aber dafür ist die Qualität einfach übelst geil. Seht ihr auch immer bei den Facecam-Videos. Also ich kann mich auf jeden Fall über die nicht beschweren. Ihr seid eigentlich auch mit der Qualität immer zufrieden gewesen. Und ja, was seht ihr hier noch? Mein Aufnahmegerät, die Elgato, die hat eigentlich auch noch nie so richtig Probleme gemacht, außer einen Tag vom Livestream. Aber sonst auch auf jeden Fall ein übelst geiles Ding. Da gibt es halt auch die Rückspulfunktion. Muss man nicht immer dauerhaft aufnehmen. Wenn man das irgendwie vergessen hat, kann man einfach zurückspulen. Ist auf jeden Fall der große Vorteil an der Elgato. Hier seht ihr meine Tastatur. Ist eine Standard-HP-Tastatur, die beim PC dabei war. Genauso wie auch die Maus. Also ich bin halt nicht so der PC-Zocker, Leute. Ich zocke, wie gesagt, nur an der PlayZ, an der Konsole, sodass ich jetzt das über Gaming-Equipment für den PC gar nicht benötige. Hier seht ihr noch mein Mauspad. Ist ein Rocket-Mauspad. Ist eigentlich auch auf jeden Fall ganz nice. Hier übrigens mein PlayZ-Controller. Ich habe keinen SCUF, Leute. Das glauben ja immer viele nicht. Also hier sind keine Eisstiele hinten dran. Es gibt ja viele YouTuber, die immer sagen, ah, ich habe keinen SCUF, aber in Wahrheit haben sie einen. Aber nun ja, Leute. Hier seht ihr meinen PC. Wie gesagt, ist nicht der Über-Gaming-PC, aber geht auf jeden Fall klar, vor allem zum Rendern und so. Ich glaube, der hat einen Prozessor, einen i7-Prozessor, Quad-Core, 3,8 GHz oder so. Die Grafikkarte ist jetzt nicht so gut, aber wie gesagt, nur der Prozessor ist, glaube ich, entscheidend fürs Rendern, sodass der auf jeden Fall klar geht. Hier seht ihr übrigens meinen LAN-Switcher, weil ich sehe das nicht ein, mit WLAN zu zocken. Da hat man übelst die Connection-Nachteile manchmal. Falls ihr übrigens Leute mit WLAN oder so zockt, aber Möglichkeit habt, das LAN-Kabel anzuschließen an die PlayZ, macht es auf jeden Fall. Ohne Mist, da hat man viel, viel mehr Connection auf jeden Fall. Hier so ein kleiner Tipp von mir. Und ja, hier seht ihr auch schon mein Headset. Da werde ich auch öfters gefragt, ey Anton, was hast du für ein Headset? Oder kannst du mir empfehlen, was für ein Mikro ich benutzen kann für meine Videos, wenn ich irgendwie mit YouTube anfangen möchte oder so? Ich kann euch auf jeden Fall, Leute, nur das Turtle Beach DPX 21 empfehlen. Oder das PX21, je nachdem. Beim DPX21 ist eben der große Vorteil, dass man das Headset gleichzeitig an den PC und an die PlayZ anschließen kann oder halt an die Xbox und so weiter. Das heißt, man kann ganz gechillt in Skype mit seinen Kumpels und so labern und dabei eben auch Sound holen. Übrigens, das ist der Wallpaper von Luca. Ist ein richtig guter Designer, den verlinke ich euch auch mal oben in der Videobeschreibung. Macht richtig gute Arbeit. Und genau, und dieser Prozessor macht eben auch aus dem Standard Surround Sound vom Headset, ein 7.1 Dolby Surround Sound, was weiß ich. Auf jeden Fall, ja, ist das Turtle Beach PX 21 eigentlich ein ziemlich billiges Headset. Hat zwar auch übelst die krasse Mikroqualität, aber so zum Zocken und so von der Quali ist es nicht so geil. Aber durch diesen Prozessor wird das ganze Headset einfach krass gemacht. Und genau, das war's dann dazu, Leute. Wie gesagt, ich verlinke euch alle Sachen in der Videobeschreibung, die Webcam, den Monitor, wie gesagt, Leute, der Monitor, eine Millisekunde Reaktionszeit, der ist einfach zu heftig, ohne Mist, Alter. Das hat so viel Spaß gemacht, jetzt die erste Runde mit dem zu zocken. Und genau, mein Aufnahmegerät verlinke ich euch. Ja, die Tastatur und die Maus ist jetzt unnötig zu verlinken, das braucht ihr nicht. Ich denke, da haben die meisten von euch bessere Sachen als ich. Und ja, auf jeden Fall noch das Headset, Leute, wie gesagt, das
DPX21 kostet, glaube ich, so 120, 130, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Wie gesagt, übelst krasse Mikro-Quali und richtig gute Headset-Quali, also zum Soundtouren und so. Perfekt eigentlich. Genau, das war's dann dazu, Leute. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video gefallen. Hier seht ihr nochmal so einen kleinen Rundumblick. Auf jeden Fall übelst krass hier mit zwei Monitoren. Und ja, ich würde mal sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst eine Bewertung da. Und ja, wie gesagt, alles ist in der Beschreibung verlinkt. Könnt ihr euch ruhig mal anschauen. Also haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.